Wollen wir Städte haben, wo es viele Autos gibt, schlechte Luft, viele Unfälle? Oder wollen wir in einer Stadt leben, wo die Luft genauso gut ist wie auf dem Land? Wo die Fahrzeuge leise sind, wo die Fahrzeuge klein und flexibel sind, wo es keine Unfälle gibt? Bei unserer Recherche sind wir auf den Paketmarkt gestoßen. Unternehmen wie UPS stehen vor großen Herausforderungen. Wir bestellen alle immer mehr online und die Pakete müssen irgendwie zu uns nach Hause. Allein letztes Jahr wurden in Deutschland über 3,5 Milliarden Pakete zugestellt. Tendenz stark steigend. Bei ONO entwickeln wir ein elektrisches Cargo-Bike für die erste und letzte Meile der Paketzustellung. Für Beres und mich ist ein Elektroauto nicht die Zukunft, sondern es bedarf eines Produktes wie die ONO, was human, leicht und wendig ist und ressourcenschonend auf die Straßen kommt. Unser Fahrzeug ist nicht nur emissionsfrei, sondern steht auch deutlich weniger im Stau und verursacht deutlich weniger Stau. Und es können vor allem auch Fahrer benutzen, die keinen Führerschein haben oder die keine Lust haben, mit einem dieselbetriebenen LKW durch die Stadt zu fahren. Damit können wir die Probleme Fahrermangel, Luftverschmutzung und Staus lösen. Wenn die Menschen von diesem Fahrzeug emotional berührt sind, dann werden sie es aufnehmen, sie werden sich darüber Gedanken machen und sie werden den Weg für die ONO vorbereiten. Unser Ziel war es, die Vorteile eines Transporters in einen Fahrer zu bringen. Weil das ein neues Fahrzeugkonzept ist, ist es hier wichtig gewesen, Design und Technik sehr früh sehr eng zu verzahnen. Einerseits ist die ONO spritzig, wendig, flink. Andererseits kriegt ihr auch richtig was weg. Wir können über 2 Kubikmeter in den Container laden. Wir können 300 Kilo neben dem Fahrer zuladen und passen aber trotzdem noch auf die meisten Radwege. Wir haben in ONO investiert, zum einen, weil wir definitiv an den Business Case glauben, also hoffen, dass wir unser Investment vergrößern können, und zum anderen, weil wir wissen und sehen, dass es ONO gelingen kann, unsere Welt, unsere Innenstädte emissionsfrei zu gestalten. Und das ist das, was uns begeistert. Langfristig begeistert uns an ONO, dass wir hier nicht nur ein Standalone-Produkt haben, was in den Cargo-Markt verkauft werden kann, sondern eigentlich die Idee der Plattformstrategie, also aus einem ONO in Zukunft unseren kompletten Mobilitätsbedarf bestreiten zu können. Das macht das Thema groß und das macht das Thema wichtig, auch gesellschaftlich. ONO steht für uns für Gleichberechtigung, für Fairness, für Augenhöhe. Wir sind stolz, den Prototypen jetzt aus der Garage zu fahren und euch auf der Straße zu zeigen. Für mich ist die ONO sexy.